Hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung bei Saints Row 3 mit uns beiden schnieken, seriösen Kraftprotzen. Lieber Kumpel Admiral, wonach steht euch der Sinn heute? Mir steht der Sinn nach einer formidablen, ich werde einmal nachsehen, einer wunderbaren Mission mit unserem guten Freund Jimmy, der möchte nämlich Klone schicken. Ah, und danach trinken wir ein Tässchen Tee. Oh ja, auf der Veranda unseres Appartements. Das klingt gut. Möchte er uns ein Transportvehikel besorgen? Da vorne stehen ein paar adäquate große Vehikel. Wie wäre es mit diesen? Mit denen haben wir das letzte Mal ins Klo gegriffen. Oh. Dabei wollte ich gerade sagen, ich habe auch noch adäquat große Testikel. Aber lassen wir das. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Kommst du jetzt? Ich hab hier. Ach Gott. Achso, du hast da schon einen. Ich hab ein Auto. Komm, steig aus. Ich habe ein Go. Und ich habe ein Fahndungslevel. Das ist der, den wir gerade abgeliefert haben, das weißt du, ne? Oder? Nee, doch nicht. Wollte Auf der nicht. Seite steht Wasabi. Wasabi! Wasabi. Hey Apple! Hey Jimmy! Hey, ich habe jetzt die Hotbuttons auf dem Tablet. Da ist der Hey Apple auch mit dabei. Ja, cool. Müsste man mal. Instant Buttons, meinst du, oder? Genau, müsste man mal. Muss ich mich mal ein bisschen mit reinfrummeln, ob man das unter Umständen in ein Let's Play mit einbringen kann. Ja, die sind ziemlich lustig, die Dinger. Allerdings werden sich Vorfälle wie jener soeben in der Kurve dann häufen, wenn ich irgendwie nebenbei auf dem Tablet arbeite und dann aber nicht gucke, genauso wie dieser mongoloide Typ, der einfach auf seinem Fahrstreifen bleibt und mir nicht ausweicht. Ja, das sind immer so die. LKW-Fahrer. Die LKW-Fahrer. Genau, die sind sowieso immer schuld. Genau. Geh mal aus dem Weg. Hallo? Was ist das denn für ein Auto, was wir hier fahren? Vor allen Dingen, warum fahre ich? Schon wieder, ne? Ja, Die das ist. letzten drei, vier Aufnahmen, die letzten drei, vier Folgen bestimmt schon. Ja. Du bist einfach nicht engagiert genug dabei gewesen, uns ein Transportvehikel zu organisieren, werter Kollege. Ja, weil du jetzt dieses Scheiß-Straßenschild umgefahren hast, haben wir schon wieder ein Fahndungslevel. Das ist doch nicht. Wegen dieses unakzeptablen Fauxpas im Straßenverkehr erleiden wir nun Ist schon wieder weg. die Polizeigewalt in Steelport. Steelport Royal. Hätten erleiden gesollt gemussten, aber dann sind wir schnell genug weggefahren. Genau. Boah, ich fahre aber irgendwie gerade souverän. Solange Ja, du es. fährst ja auch nur geschätzte 20 km/h. Ja. Aber auch dabei kann schon sehr viel schief gehen. Oh, so close. Wie du weißt. Ah, das stimmt. Ist eine Bandenoperation übrigens noch gewesen, aber da können wir uns später drum kümmern. Oder auch nicht, weil wir drehen um. Der Wagen hat irgendwie fast von selber. Wo müssen wir denn hin? Und das ist hier oben da bei dem Haus. Oh. Weißt du was? Steig einfach raus. Okay. Oh, dabei fällt mir, ich habe kaum noch Munition für irgendwas. Ich folge dir und wir machen das einfach munitionssparend. Da sind einfach nur viele Gegner. Ich sehe nicht das Symbol einer Bandenoperation. Ich schon. Oh, jetzt. Alter. Hier, ich hab meine neue Karre. Ich hab das mal schnell geregelt. Ah, schön. Steig bloß ein hier. Meine Güte. Muss ich irgendwie erst springen und dann einsteigen drücken, wenn ich so reinpumpen will wie du? Ja. Okay. Fahr, 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 fahr.
Das ist natürlich super zum Missionsstart jetzt. Aber egal. Und meckert über mich. Halt ein bisschen rasanter. Hey, Jimmy! Hey! Hey, Jimmy! Hey! Geil! Das Auto begattet die Treppe. Oh! Warum konnte ich mich nicht bewegen? Ich habe keine Ahnung, ich auch nicht. Und ich stand plötzlich im Auto. So. Was ist jetzt denn los? Jetzt klingelt das Handy. Du hast Superkräfte? What happened? Geil! Ich liebe dieses Spiel! What happened to me? Oh, that! You're feeling the effects of my irradiated Saints Flow! What? While you were out, I gave you Saints Flow I irradiated with my homemade particle accelerator! I intended to drink it myself, but seeing as I owed you for all this trouble, I figured you could use it! She's doing to me, I feel. Linke Maustaste und Superstab? Really great! It just increased your speed! Guck mal, wenn man auf die Pullen hier draufhaut, dann machen das so Comic-mäßige. Alter, ist das geil! Ich bin in die richtige Richtung gelaufen. Das ist mega cool, ist das. Alter. Es fehlt jetzt noch so ein Supersprung eigentlich. Ja, genau. Das ist ja schon fast Saints Row 4. Ja. Oh. Scheiße, ich bin falsch gelaufen. What you doing, buddy? Aber wir haben ja schon auf sowas spekuliert, ne? Ja, ja, stimmt. Durch dieses ganz erste Video. Okay, wir haben telepathische, was ist da hinten denn los? Da rechts, siehst du das? Ach, weißt du was, das macht aber auch Sinn. Hey, warte, ich muss jetzt mal zu dir kommen. Dass sowas jetzt passiert, weil wir waren ja gerade noch mega am Anfang. Stimmt. Und also, wir haben ja jetzt die letzten Folgen eigentlich richtig was rausgehauen noch. Ja. Von daher kann es echt sein. Ich liebe den Feuerball. Ich, ja, ich habe hier gerade Spaß auf dem Highway, bis du kommst. Ja, ich bin gleich da. Ich glaube, da hinten ist irgendwie ein Kraftwerk oder so. Das kann gut sein. Da sind so Strahlen im Himmel. Ich weiß nicht, ob du das schon sehen kannst. Ach so, das scheint aber fast normal zu sein. Siehst du rechts jetzt? So blaue ja, das Strahlen? Sind die Deckers. Ach so, und auf das der... Das ist diese andere Crew. Und auf der linken Seite sind die Luchadores, die Grünen. Ja, genau. Okay. Ich habe verstanden. Alter, ist das geil. Oh, cool. Ich liebe es. Oh, ich feiere das gerade so hart. Schön. Und jetzt müssen wir Get besiegen gehen. Das wird irgendwie nicht unbedingt das Problem geben. Er ist ja zu Hause. Was? Macht dich Saints kalt? Ich denke nicht. Oh, scheiß der Hund drauf. So. Oh. Bei den Feuerbällen fühlt man sich so ein bisschen wie bei Skyrim, oder? Ein bisschen. Ich dachte aber eher an Kamehameha. Ja, das stimmt. Das natürlich auch. Aber ich bin, glaube ich, eher so der Draufhauer. Oh, jetzt habe ich leider einen Zivilisten gerade draufgehauen. Oh. Sorry. Ich, Die Musik ist plötzlich weg. About yourself in the third person now? Seriously? Oh right. Sorry. Oh Gott. Mal ganz abgesehen davon, dass der per Telepathie mit uns spricht. I heard over the radio there's loud roars coming from Planet Change. I'll be on the phone with you the whole way. Alles klar. Ja, also mir persönlich sagt jetzt der Feuerball mehr zu, weil ich bin ja eher der Magier.
Was? Was war das denn? Ich hatte plötzlich eine Katze auf dem Rücken und bin auf die Schnauze gefallen. Hm? Ich weiß auch nicht genau. Aber es ist cool. Und ich bin im Planet Saints. Oh, den muss ich noch kaufen. Ich auch. Erst das Militär und jetzt das Syndikat. Was ist das denn? Da ist ein dicker, großer Typ mit Gatling. Ach, da waren die Gatling. Ja, da haben die viele von. Okay. Die können wir aber mit einem Hit umnarzen. Ja. Ich verstehe, warum du es liebst. Ja, ist geil, oder? Oh. Telefon. Pierce, is that you? Boss, yeah, I'm here with Gat. We're on top of Magarak Bridge and we're under attack by the military. You gotta hurry! Hang on, Pierce, I'm coming. Okay. Vor allen Dingen habe ich jetzt irgendwie Hammer den Zusammenhang gar nicht verstanden. Ich glaube, es geht darum, wir suchen Gat. Gat hat uns umgenietet und Johnny hat uns radioaktiv verstrahltes Energy Drink Saints. Jimmy, meinst du? Ja, meine ich auch. Und bei mir lässt es gerade nach. Was jetzt? Ja. So. Jimmy, what's happening to me? I'm getting tired. The Saints flow must be wearing off. I thought it would last at least an hour, but you're burning through the power too fast. You'll have to stop. Dad, I'm not stopping while Johnny and Pierce are out there. Es ist genau wie wir vermutet haben, das mit diesem Energy Drink ist tatsächlich die Ursache dafür. Genau. Und jetzt hat, wie heißt der Typ? Johnny? Jimmy? Jimmy? Ja, der Kleine? Genau. Versucht das Schreien von Gat zu orten, aber zuerst das Militär und dann die Gang haben diesen Sound nachgemacht. Und deshalb sind wir in die reingerannt. Dass sie natürlich genau jetzt und zu diesem Zeitpunkt das gleichzeitig machen, sei dahingestellt. Aber, ich glaube, uns geht gleich die Energie aus. Er sieht aus wie Hulk. Ich schieße über lange Distanz. Stimmt, ich habe den Feuerball schon fast wieder vergessen. Ich renn direkt rein. Ich bin auch gerade reingerannt. Cool. Nope. Alter, ist das geil, Mann. Wie kriege ich den Einzelnen denn noch zu fassen? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich bin umgekippt. Du wahrscheinlich auch. Okay. Aber das Gros der Gegner haben wir schon besiegt. Ja, die Kräfte sind am Ende. How did you get up there? I don't see a way. Gat climbed up the side, but don't worry. Called the boys and they're flying in a chopper. Good to hear. Das Hubschrauber. Super getimed, dass der Dialog auch zu Ende laufen konnte jetzt. Auch okay. Das ist ja nicht unbedingt ein akzeptabler, adäquater Ersatz, um bei der Formulierungsweise der Folge zu bleiben. Aber kann man mit leben jetzt, oder? Erstmal. Ja, es ist eigentlich ganz okay.
Auf jeden Fall ist die Folge super cool, glaube ich. Ja, ja. Also Leute, wenn ihr diese Folge scheiße findet, dann weiß ich auch nicht mehr, was wir noch tun sollen, um euch zu unterhalten. Genau, vor allen Dingen habe ich den Timer wieder nicht gestellt. Egal, machen wir einfach ein bisschen länger. Wenn du ranzoomst, kriegst du, glaube ich, zielverfolgende Raketen oder sowas. Hey, du musst die nur lang genug draufhalten. Achso, einfach so. Snipers on the roof. Was, wie soll ich denn Snipers bitte hier? Okay, das geht schon. Vor allem sieht man diese Laserstrahlen. Das ist sowieso obskur. Weißt du, was noch obskur ist? Was? Dass ich tatsächlich bei diesem Spiel es noch bringe zu sagen, dass es seltsam ist, dass man Laserstrahlen sieht. Stimmt. Chopper, Chopper, Chopper. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist keiner. Hab ihn. Okay, okay, okay. Da ist noch einer. Erwischt. Hab den nächsten, glaube ich, auch. Ja. Hast du? Gut, gut. Und da ist noch einer. Und Treffer. Den habe ich. Gut, gut, gut. Ich sehe den nächsten. Und down. Und da. Jawohl. Oh, oh, oh. Den habe ich verfehlt. Den habe ich verfehlt. Und hat er gesagt Tanks? Ja. Ich müsste mal kurz zu meiner Garage, dann regle ich das. Alter, ich habe den Panzer anvisiert und der Heli ist genau davor geflogen. So. Ja, oh, down. Oh, zwei Panzer gekillt. Achtung, Heli. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, ich habe ihn verfehlt. Ich habe ihn verfehlt. Du hast ihn gekriegt. Ich glaube, Hulk wird gerade böse. Einer. Hab ihn. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, 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 da. Ah, jetzt hab ich ihn erwischt. Das war ein Overkill. Die Johnny-Wache. Das ist cool. Nu? Er hat seine Meinung gesagt. Johnny, come on, man. I'm trying to help you. Now you want to try to reason with him. Cease. Fail me. I know, Johnny, but we can make it right. Yeah, we're your friend, Johnny. Yet. Friend? Warum war er nochmal so? Ach ja, wegen Jimmy, ne? Weil er der Klon ist von dem Toten. Stripper. Ach stimmt, Jimmy, Johnny ist ja tot. Stupid. And so ends the tale of our intrepid heroes, bound by the bond that they had for each other. It is safe once again. But who knows when the Saints and their new allies may be called on. Oh, der steht da oben, Alter. Oh mein Gott. Voll der kleine Finger. Nee, das ist der große Finger. Ist es? Der Zeigefinger, den nennen wir der Zeigefinger. 12.000. Nice. Und Stufe 15,5. Ja. Den könnte man sich doch mal als Begleiter holen. Das wäre, glaube ich, mal ganz witzig. Das, ja. Mein Hausli-Monster. Hausli-Monster. Ach, die Schande. Wenn du diese Aufträge noch erneut spielen möchtest... Nee. Okay, das Spiel sagt, wir sind... Haben wir jetzt eine Questreihe von 4 schon durch? Hm, Tatsache? Scheint fast so. Also er ist auf jeden Fall nicht mehr da.
Übrigens habe ich genug Kohle. 34.000. Ah, toll, ich habe 34.000. Stimmt, wir haben tatsächlich das schon. Oh, hier, deine Polizeibekanntheit sinkt etwas schneller. Das wäre natürlich auch gut. Ja. Oh, Sprintenerhöhung 3, aber 42.000 kostet das. Ich glaube, ich möchte aber trotzdem erst die Waffe. Ja, ich auf jeden Fall auch. Also wir müssen jetzt noch irgendwo kurz Geld verdienen. Ich brauche noch 2000 Dollar. Was ist sie denn? Wie sie... Alter. Was denn? Sie ist bitchy eine... Polizist. Oh, bitch. Ach, die meinst du? Das ist ja... Da kann man bestimmt ein schönes Thumbnail draus machen. So, hier, komm. Ich nehme uns mal das Auto hier. Stay out of my way. Okay. Und eingestiegsen? Wir können ja mal im Saints Book gucken. Im Saints. Attentate, 1 von 4. Wollen wir doch mal gucken. Atten töten wir mal. Wir nehmen mal Karl. Drogenkurier lässt die Saints nicht mitspielen. Okay. Und wer uns nicht mitspielen lässt, hat echt verloren. Und das werden wir ihm jetzt gleich mal zeigen. Was haben wir denn für Extras? Oh, nö. Nö. Okay. Oder sollten wir die Folge beenden? Nee, wir machen jetzt noch mal ein bisschen. Wir machen jetzt die Special-Superhelden-Folge. Und er meckert über meinen Fahrstil. Ich bin doch nicht umgedreht worden oder so. Wir haben aber 2 Sterne. Ja und? Und, sagt er. So, hier müssen wir den Joe finden. So viel dazu mit nicht umgedreht werden. Okay, warte. Ich guck mal kurz. Saints Book. Der Kontrakt. Bla bla bla. Klaue am Flughafen einen Kofferwagen. Dann kommt er bestimmt und wird nach dir schauen. Okay. Klauen wir jetzt einen Kofferwagen. Okay, am Flughafen sind wir schon. Was liegt da hinten links? Was ist das? Ist das ein... Ah, das sind aber Sexspielzeuge. Ah ja. Eingesammelt. Oh Gott. Ah, das gab 1000 Dollar immerhin. Ja, ja. Und jetzt du fährst aber jetzt ich wieder. Übrigens. Egal, steig ein. Wir sind ja sowieso schon fast da. Wir müssen jawohl jetzt nur so ein blödes Ding suchen. Finden. Schrei, wenn du einen siehst. Ich sehe nur Flugzeug. Ich fahre hier mal so ein bisschen durch. Ich meine, wenn man einen Kofferwagen wird man doch wohl hier erwarten, oder? Oh. Ob man das Ding wohl fliegen kann? Habe ich doch schon gemacht. Hast du? Ach ja, stimmt. Okay. Also gnadenlos abgekackt einfach. Ja, das Fliegen überlässt du dann doch besser mir. Ja. Ich sehe keinen. Da hast du auf jeden Fall ein Haus zum Kaufen. Hangar. Aber nicht jetzt. Jetzt müssen aber wir wie sparen. Teuer? Ich will mal gucken, wie teuer. Okay. Und da hinten ist eine... Für 15.000... Oh, das ist ein Domizil hier. Oh, geil. Aber 15.000? Nee, das kann ich mir gerade nicht leisten. Eine Dr. Genki-Mission, genau, so ist das. Steigst du jetzt ein? Aber die haben wir schon mal gemacht. Stimmt. Ah, dieses Hinterlegte muss ich mir noch, ne? Und so. Aber wo ist dieses... Oh, Bargeld ist da. Okay, finde ich gut. Das... Und ich hab... Oh. Hier sind Autos und da sind Kofferautos. Moment, das hebe ich mal kurz ab. Wir haben ja nur ein Überweisungslimit von 15.000 aus irgendeinem Grund, was ich ein bisschen wenig finde. Du hast... Ich kann wahrscheinlich nicht... Doch, ich kann zusteigen. Oh, hier, 170 Meter, da ist er. Oh ja. Oh, das ist so ein Knoxville, wie wir gerade auch hatten, unser Lieblingsauto. Yay, yeah, der ist ja schnell. So. Komm mal raus da. Ganz unspektakulär hier. Okay, er ist einfach tot.
Ja. Okay. Jetzt habe ich genug Geld. Wollen wir uns, wenn der nicht zu teuer ist, den Laden hier kaufen und uns drin verstecken? Jo. Und zwar 5000 geht. Ah, steigt da raus, verdammte Kacke. Rimjobs für 5000? Jawohl. Hallo. Okay, und los geht's. Du fährst, ich setze einen Punkt auf den Ammunition. Alles klar, hau raus. Wenn ich uns finde. Ja. Du musst mich navigieren, ich finde ja deinen Punkt nicht. Ich finde sowieso gerade uns nicht. Hä? Bin ich jetzt... Ah, und zwar müssen wir... Oh Gott, ist der weit weg, da. Hast du noch Munition in deiner in deinem Granatwerfer? Ja. Hier ist eine Bandenoperation, okay. Hau mal tot. Okay. Ich mach schon, ich mach das schon. Oh, da oben sind noch mehr. Wo ist die Granate? Da. So, komm. Oh, den wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich, egal. Gut, wunderbar. Der Wagen hier sieht doch schick aus. Den will ich haben. Ich will hier weg. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Okay. Ist irgendwo ein Fragezeichen auf der Karte gewesen? Das will ich mir mal angucken. Wollen wir nicht erst die Waffe kaufen? Ja, aber das ist sowieso genau hier. Ach so, okay. Nach Haus. Rechts. Für? 1000. Läuft, gekauft. Ach, jetzt fahre ich gleich wieder, ne? Scheiße, egal. Dafür sehe ich ja jetzt aber auch, wo wir hin müssen. In Fuego. Lauf. Jägerlauf. Du hast jetzt was anderes erwartet. Ja, die Bandenmission, egal. Gleich. Alter, das Spiel will uns noch, oh, aussteigen! Das Spiel will uns doch foppen, dass hier gleich zwei Bandenmissionen auf unserem Wege liegen. Ah, scheiße, ich kann mir den nicht leisten. Der ist hier zu verkaufen, der Laden, aber... Obwohl, wenn ich noch die Prozente kriege, könnte das hinhauen. Oder? Achso, warte mal, wo bin ich denn jetzt gerade? Lass uns mal hier, ich muss mal rechnen gerade. Okay. Okay. Ich habe jetzt 44.600, für 5.000 kaufe ich den Laden, habe ich 39.000, das Update kostet. Bei mir 36.000 und ich habe diesen hier schon gekauft. Ah, siehst du, dann ist das der Laden, den ich nämlich nicht hatte. Okay, Stufe 4, so. 38.000? 38.000, ja. Das ist dann hier aber teurer als in dem anderen Ammunition. Nee, ich meine, das war immer 38.000. Kann auch sein, dass ich mich irre. Egal, jetzt habe ich das Ding. Kann ich nicht hier Munition, Granaten für alles kaufen? Kannst du ja. Musst halt Waffe für Waffe nacheinander anklicken. Ja. Okay. Alter, jetzt habe ich einfach gar keine Kohle mehr. Ja, ich bin bei noch bei 2500. So. Und mit diesem neuen Spielzeug hier. Ist doch geil, oder? Alter, ich will gerade. Wie schieße ich jetzt eine Granate? Keine Ahnung. Ob das überhaupt geht. Oh ja. Mittlere Maustaste? Jupp. Okay. Oh ja, oh ja. Ja, das sind die HE-Granaten, die man halt so hat. Okay. Dann gehen wir mal wieder. Rein. Und beenden diese Folge. Bis dann, tschüss. Ciao.